Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Camelia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, warum bist du alleine? Wann kommt der Richtige? Du bist zufrieden mit dein Alleinsein auch, bist unabhängig, aber möchtest gerne einen Partner an deiner Seite. Dazu ist diese Legung gedacht. Erstmal betrachten wir deine Vergangenheit, deine Kindheit. Diese Karte zeigt etwas, wo alle Wegen, alle Richtungen hier in die Mitte treffen. Das kann bedeuten, dass viele dich beobachtet haben von allen Richtungen und du hast dich auch beobachtet gefühlt. Diese Karte zeigt auch Zusammenhalt. Entweder war dieser Zusammenhalt da in deiner Familie und suchst du das wieder im Leben, oder dir fehlte etwas. Jeder hat gemacht, was er wollte, jeder in eigenen Weg sozusagen, und du warst alleine gelassen oder übersehen. Wir bleiben noch in deiner Vergangenheit und betrachten wir deine Ex-Beziehungen. Dieser Fuchs bedeutet Falschheit. Entweder waren diese Männer falsch zu dir, haben sie dich verletzt oder war das eine falsche Entscheidung. Dieser Fuchs will etwas wegnehmen. Das ist wie ein Diebstahl. Kann natürlich auch bedeuten, dass andere Frauen haben diese Männer weggenommen. Oder fehlte etwas. Es lief nicht richtig, nicht so, wie du das gewünscht hast. Wir bleiben immer noch in Vergangenheit und betrachten wir deine karmischen Themen. Diese Kerzen zeigen etwas Göttliches. Das ist wie die göttliche Licht. Außerdem bedeutet Spiritualität, bedeutet auch wie Magie oder Ritualen. Du brauchst diese Energiefeld und dann wirst du die richtigen Partner auch anziehen und von dieser Beziehung entsteht etwas Neues. Das kann ein Kind sein oder einen gemeinsamen Lebensweg, eine gemeinsame Lebensaufgabe oder ihr arbeitet zusammen. Das ist die schöpferische Kraft. Ihr beide schafft es, etwas Neues starten oder etwas Neues aufbauen in eurem Leben. Was bedeutet diese Ausstrahlung, diese Energiefeld? Das kommt von unserem Inneren und das besteht aus Denken und Fühlen. Und das, was wir ausstrahlen, und es gibt ein Gesetz, einer der wichtigsten hermetischen Gesetze, Gleiche zieht Gleiche an. Wenn du auf dein eigenes Energiefeld achtest, auf dein Denken, du bist nicht alleine und dein Fühlen, du hast das verdient, geliebt zu werden und kommst zu diesem Vertrauen, dann ändert sich deine Ausstrahlung und dieser Mann ist schon da. Nicht eine von Vergangenheit, weil das wäre eine falsche Entscheidung, sondern eine für die Zukunft. Wie denkst du über Liebe, Partnerschaft im Allgemeinen? Das zeigt hier diese Hase, das hüpft. Das ist gar nicht die Bewegung, was ich hier betonen möchte, sondern eher die Angst, wie ein Angsthase, Angst vor Nähe, Angst vor Beziehung.
Und gibt es für dich der Richtige? Ja, dieser Kelch symbolisiert die Gefühle und da sprudelt Wasser. Es gibt einen Mann, der dich über alles liebt. Da sprudelt dieses Gefühl der Liebe. Und kommt auch diese Annäherung. Die Zahl 3 bedeutet entweder eine neue Richtung, deine Einstellung ändern oder in eine andere Richtung bewegen, was unternehmen. Aber bedeutet diese Zahl 3 oft eine dritte Person, die euch vermittelt. Warum bist du alleine? Dieses Herz und dieser Ring bedeutet, du bist gar nicht alleine. Dieser Mann ist in deiner Nähe. Und du sollst deinen Blickwinkel ändern. Und was kannst du noch verbessern? Das zeigt hier die Feuerelement. Sei mutig. Und wenn du das erkennst, dass dieser Mann Interesse an dir hat und spürst dieses Herz, dein Herz klopfen, dann renn nicht davon, sondern mit einer Begeisterung such auch seine Nähe. Wo kennenlernst du oder wie kennenlernst du diesen Mann? Diese Fährten können tatsächlich Fährten bedeuten, wie zum Beispiel bei Reiten kennenlernen. Aber die Karten haben symbolische Bedeutung und hier ist dieser ernährende Prinzip und das würde die Arbeit bedeuten im beruflichen Umfeld. Oder dieser Mann ist schon sichtbar und sucht deine Nähe und du sollst es zulassen. Kann natürlich im beruflichen Umfeld sein. Was kannst du verbessern in deinen Gefühlen? Das zeigt hier Fortuna und das ist Glück. Du wirst Glück haben in die Liebe. Vertraue das. Und diese Karte bedeutet auch Heilung. Diese Liebe heilt alte Wunden. Und was ist die Zukunft? Mond zeigt deinen mütterlichen Gefühlen, vielleicht sogar eine Schwangerschaft, bedeutet aber auch Empfängnis. Du wirst diese Liebe empfangen. Aber schau in dein beruflichen Umfeld, weil dieser Mann ist schon da. Ich befrage jetzt mein Pendel. Gelingt es, absehbare Zeit in eine glückliche Partnerschaft eingehen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, das trifft ein. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, du bleibst alleine. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet ist alles ungewiss. Die Antwort ist ja. Dieser Mann befindet sich in deiner Nähe. Dieser Mann nähert sich zu dir. Du sollst es einfach empfangen, zulassen mit einer Begeisterung. Und es kommt absehbare Zeit. Ich würde sagen, ab Mitte September dreht sich das alles. Liebe Camilla, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.